Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen. Der Mai ist besonders betont für die festliierten Jungfrauen, dass da ganz viel passiert in der Liebe, denn der Liebesplanet geht bei euch durchs Haus der festen Partnerschaften. Ansonsten ist es wohl häufig so, dass ihr euch den Karrierezielen und auch persönlichen Zielen widmet, sodass ihr euch ein bisschen Freiraum schaffen müsst, um Liebe und romantische Momente zu erleben. Mehr dazu gleich. Erst noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu gewinnen gibt. Am Schluss des Videos erfahrt ihr dann alles darüber, also bleibt dran. Fangen wir jetzt an mit euren langfristigen Aspekten, also dem Erlebnishintergrund. Da wäre zunächst mal wichtig, dass jetzt der Mondknoten das Zeichen Jungfrau verlässt. Also der ist jetzt noch bis zum 9. Mai in eurem Zeichen auf dem 0 Grad Jungfrau, also die Geburtstagskinder um den 23. bis 25. August haben da noch was davon und dann geht er ins Zeichen Löwe, damit für euch ins 12. Haus, also für die kollektive Jungfrau-Energie ist dann der Mondknoten nicht mehr so gut zu erreichen. Aber es kann natürlich sein, dass ihr ihn im individuellen Horoskop dann doch nochmal an wichtiger Stelle stehen habt. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, wäre es vielleicht eine gute Idee, mal eine Beratung bei mir zu buchen. Aber bis zum 9. Mai können besonders eben die Geburtstagskinder der ersten Dekade ganz am Anfang doch noch mal einen Seelenpartner finden. Genau. Dann haben wir das Quadrat Lilith. Das ist hier sehr wichtig für euch. Die Lilith steht für euch im 4. Sonnenhaus. Also vielleicht ein schwarzes Schaf der Familie, was euch Sorgen macht, oder eine schwierige Tochter, oder vielleicht hat auch ein Sohn eine schwierige Freundin mit nach Hause gebracht. Durch die Quadratspannung kann es auch bedeuten, dass euch einfach eine andere Frau Probleme macht, als Konkurrentin vielleicht in der Liebe oder auch als Freundin. Und es kann auch bedeuten, dass ihr innerlich, ne, von eurem Gefühl her vielleicht mit verdrängten Gefühlen zu tun habt bezüglich eurer Weiblichkeit. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, müsstet ihr vielleicht mal rauskriegen, wie die Lilith genau steht in eurem individuellen Horoskop. Und das kann halt sehr interessant sein. Dafür stehe ich euch natürlich auch gerne zur Verfügung. Aber diese Spannung zu Lilith spüren diesen Monat ganz besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 30. August und 6. September Geburtstag haben. Und jetzt Anfang des Monats bis zum 4. Mai ist dann auch noch eine Spannung zu Mars da, der bei euch im 10. Haus steht. Das aktiviert dann diese Energie nochmal. Kann damit zu tun haben, dass es eine Spannung gibt zwischen beruflichen und familiären Energien, die dann auf euch einwirken und ihr wisst nicht recht, wie ihr euch da verhalten sollt, oder ihr habt den Wunsch, eigentlich eure eigene Freiheit haben zu wollen. Also das kann ein bisschen konflikthaft für euch sein. Deswegen also am Anfang des Monats ein bisschen aufpassen. Genau. Und dann haben wir die Opposition Neptun für euch im 7. Haus. Weiterhin ein super romantischer Aspekt. Alle Jungfraugeborenen, die den Neptun jetzt da genau gegenüber der Sonne stehen haben, können sich extrem schnell und gut verlieben, sollten aber doch abwarten, wie sich das entwickelt, wenn Sie jetzt jemand Neues kennenlernen, weil bei Neptun weiß man nie so genau. Das kann also jemand sein, der wunderbar ist, sehr inspirierend, traumhaft, aber vielleicht ist es auch jemand, der ein bisschen hilflos ist oder kein Geld hat oder sich von euch wünscht, ihr sollt sein Leben aufräumen. Da müssen wir ein bisschen gucken, wenn man sich auf sowas einlässt, denn selbst ihr, die ihr sonst immer so vernünftig und nüchtern seid, habt dann so ein bisschen die rosa Brille auf. Und das betrifft in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 4. und 9. September Geburtstag haben. Und dazu gesellt sich dann auch wieder Mars in diesem Monat. Der macht ein Quadrat zu dem Neptun zwischen dem 7. und 12. Mai. Das kann also auch ein Konflikt zwischen beruflichen und karrieremäßigen Energien sein. Vielleicht wollt ihr da vorwärts stürmen und einer Begegnung, die euch dann wiederum davon abhält vielleicht. Also das ist auch vielleicht ein bisschen eine kritische Zeit vom 7. bis 12. Dann günstig für die Jungfraugeborenen ist das Trigon zu Pluto. Der steht im Steinbock, steht für euch im 5. Haus schon ganz lange. Und da das ja auch das Haus der Kreativität und Sexualität ist, bedeutet das, dass für viele Jungfrauen eine Transformation ihrer Sexualität angeht, dass sie vielleicht Tabugrenzen überschreiten. Es kann aber auch vom Aspekt her einfach heißen, dass ihr mächtige Allianzen eingeht, dass ihr Leute kennenlernt, die euch voranbringen und wo aus dieser Verbindung wirklich neue Sachen entstehen und
die auch lebensverändernd für euch wirkt. Deswegen gilt auch da, wenn ihr spürt, da ist richtig so eine Macht dahinter und so eine Power und ihr geht da eine Beziehung ein oder ihr habt Beziehungen laufen, die euer Leben verändern, dass ihr dann eben klärt, ob ihr das auch so wollt. An sich ist der Aspekt zur Jungfrau Sonne eben positiv und harmonisch, aber bei Pluto ist das halt immer so eine Sache. Der hat so eine Power und das ist so speziell, dass auch ein positiver Aspekt mit sehr viel Bedacht gehandhabt werden muss. Und das betrifft in diesem Monat die Geborenen vom 10. bis 14. September. Und dazu haben wir dann jetzt im Mai, vom 6. bis 9. Mai, eine sehr schöne Konstellation mit der Sonne ganz aktuell. Und das ist dann sehr inspirierend für euch und gegebenenfalls halt auch sehr sexy. Ja, und dann gibt es das Quadrat Saturn schließlich noch. Der steht mittlerweile hier Ende Schütze. Und das ist ja durchaus schwierig, schon eine ganze Weile für viele Jungfraugeborenen, weil es mit diesen Themen, dass vor allen Dingen Familienangehörige oder ältere Partner euch sehr stark fordern und ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr könnt euch nicht frei bewegen, weil ihr da dauernd was für tun müsst. Kann auch sehr gut sein, dass ihr pflegende Angehörige seid, die sich dann immer kümmern müssen. Das ist alles okay, solange ihr das gerne tut. Aber mit Saturn, weil das eine Spannung ist, kann es eben auch sein, dass ihr das Gefühl habt, es ist eigentlich nicht so ganz in Ordnung und dann müsst ihr das eben klären. Dann müsst ihr es klären. Ich habe darüber auch sehr ausführlich in der kosmischen Schwingung des Jahreshoroskops gesprochen, weil das ja so ein langfristiger Aspekt ist. Dann könnt ihr euch da vielleicht auch nochmal schlau machen. Und weil es ein Quadrat ist, also ein Spannungsaspekt, kann es eben überhaupt auch mit sehr anstrengenden Zeiten einhergehen. Je nachdem auch, wo Saturn dann bei euch im individuellen Horoskop steht, müsst ihr dann mal schauen und gegebenenfalls eben auch mal eure Grenzen dann zeigen und sagen, ja, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn es so Beziehungen sind, wo einer dann immer nur fordert und ihr den Eindruck habt, ihr schuldet demjenigen eigentlich gar nichts, dann könnt ihr die auch mal beenden. Das kann dann eben eventuell auch mal wichtig werden. Genau. Aber wir haben diesen Monat auch ein paar gute Aspekte auf den Saturn. Insofern denke ich, dass es auch möglich ist, da Regelungen zu finden, mit denen beide ganz gut leben können oder die Beteiligten ganz gut leben können. Genau, und das spüren diesen Monat diejenigen, die vom 16. bis 22. September Geburtstag haben. Und dazu gesellt sich dann noch eine Spannung zu Mars gegen Ende des Monats, zwischen dem 25. und 29. Und da kann es dann eventuell auch dazu kommen, dass ihr euch dann mal energisch durchsetzt oder eben auch, dass für euch mehrere Verpflichtungen auf einmal auf euch einstürmen und dass das Ende des Monats dann sehr, dass ihr euch da sehr unter Druck gesetzt fühlt. Ne? Müsst ihr dann eben auch mal schauen, dass ihr euch da trotzdem auch einen Freiraum für euch selber nehmt. Genau, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Gehen wir nochmal zurück auf den Neumond im April. Der steht jetzt hier bei euch im 9. Haus, steht super schön zur Jungfrausonne und begünstigt Pläne aller Art, weil das 9. Haus sowieso schon die Pläne selbst beinhaltet und der Neumond ja auch immer Pläne, ne, was will man neu machen, was will man diesen Monat erledigen. Und deswegen könnt ihr Pläne machen aller Art und natürlich am besten auch überlegen, wenn ihr reisen wollt. Das ist auch ein ganz toller Monat, um sich das zu überlegen oder auch eben um zu verreisen, falls ihr schon eine Reise geplant habt. Und wenn ihr irgendetwas neu anfangen wollt im Leben, ist das auch ein super Monat dann im Mai, um darüber nachzudenken. Dann haben wir ja den Tanz in den Mai. Da steht der Mond auch gut für euch im Haus der Freundschaft. Und dann eben hier Romantikplanet Neptun im Partnerhaus kann für diejenigen Jungfrauen, die feiern, eine sehr schöne und inspirierende Fete werden. Wenn euch nicht wieder hier jemand in der Familie abhält, weil ihr irgendwas für denjenigen tun sollt. Das ist halt immer möglich zurzeit. So, zum Beginn des Monats steht die Sonne weiterhin im Stier in eurem Haus der Pläne. Bis dann die Stierzeit zu Ende geht, habt ihr da also die ganze Zeit eine Inspiration, kommt Licht und Energie in eure Planungen. Und dann haben wir die Venus den ganzen Monat über im Widder. Und das ist bei euch das Haus der festen Beziehung. Das ist also eine schöne Konstellation, um eben mehr Liebe, mehr Liebeslust, mehr Zärtlichkeit und mehr Verbindung in die festen Partnerschaften zu lenken. Gleichzeitig steht da ja auch der Uranus, mit dem sich die Venus am Ende des Monats verbinden wird. Das heißt also, diejenigen von euch, die was Neues ausprobieren in ihrer festen Partnerschaft, die können dadurch sehr viel schönen, frischen Wind reinbringen und eben die bestehende Partnerschaft auch beleben. Steht ja auch der Merkur und der wird dann am 3. wieder direktläufig, was für euch auch eine gute Nachricht ist.
Und das eben im Haus der festen Partnerschaft, hier mit Uranus, schöne Ideen. Also abends am 3., deswegen steht hier noch das R, aber abends, ab dem 4. eigentlich, ist er dann wieder direktläufig für euch da, der Merkur. Ne? Mars, wie gesagt, in den Zwillingen, das ist jetzt ein sehr wichtiger Aspekt für euch, weil der in Spannung steht. Und Mars-Spannungen, die bringen viel Schwung, viel Unternehmungslust, also den Wunsch, auch sich durchzusetzen, aber eben auch Konflikte. Ne? Das ist ein gewisses Konfliktpotenzial. Und das Ganze spielt sich bei euch im Sonnenhaus der Karriere ab. Also deswegen habe ich gesagt, es kann auch sein, dass dieser Monat sehr stark unter dem Einfluss steht oder unter dem Wunsch für euch steht, in der Karriere voranzukommen. Und diesen Aspekt spüren die Geborenen der ersten Dekade bis zum 7. Mai, der zweiten Dekade vom 7. bis 22. Mai und der dritten Dekade vom 22. Mai bis zum 5. Juni. Ne? Müsst ihr gucken, was ihr damit anfangen wollt. Wie gesagt, Mars bringt einen nach vorne, aber man muss halt auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil es dann eben auch zu Konflikten kommen kann. Oder diejenigen von euch, die vielleicht sagen, ich habe da gar nichts groß vor, die werden vielleicht durch andere Personen, durch jüngere Cheffiguren vielleicht konfrontiert und so ein bisschen angegriffen. Und da muss man dann auch beherzt ruhig seine Grenzen zeigen. Also lasst euch jetzt nicht mobben oder so. Ne? Das muss gar nicht sein. Vielleicht ist das auch eine Cheffigur, die einfach viel Schwung hat und viele Anforderungen stellt. Und dann hier, gerade am Anfang des Monats hier mit dieser Verbindung zu Lilith, kann es auch sein, dass ihr mehr als sonst in den Widerstand geht und sagt, nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann wundern sich alle, weil sie euch so gar nicht kennen. Aber das legt sich dann wieder im Laufe des Monats. Genau. So. Jetzt geht es also weiter mit einem Top-Tag. Ah ne, warte mal, der ist nach dem Vollmond erst. Also, doch am Vollmond selber. Der Vollmond selber ist für euch ein Top-Tag, weil der Mond da halt gut steht, ne, für euch zur Jungfrau Sonne. Und weil er ein gutes Licht auf eure Pläne wirft. Vielleicht könnt ihr dann feststellen, wie weit ihr damit gekommen seid. Oder es können sich auch Informationen zeigen, die ihr noch braucht, um eure Pläne umzusetzen. Der Merkur ist ja dann auch wieder direktläufig. Also der Vollmond kann für euch eine wirklich gute Konstellation sein. Und außerdem ist er auch gut für Liebesgeflüster, weil hier der Mond im Skorpion, was ja immer so ein bisschen sexy ist, und dann für euch im dritten Haus, wo man sich austauscht, also deswegen ruhig mal sexy Austausch oder vielleicht eben auch sexy Flirt über irgendwelche Apps, wo man sich dann heiße Nachrichten schreibt. Dafür ist dieser Tag auch gut geeignet. Genau. So, und dann haben wir ja am 11. diese etwas heikle Konstellation, wo der Mars jetzt hier eine Spannung zu Neptun bildet. Das heißt, hier haben wir den Beruf, da gibt es einen Konflikt vielleicht zwischen beruflichen Entwicklungen und einer romantischen Begegnung. Das kennt man ja, man hat sich vielleicht verliebt und hat überhaupt keine Lust mehr auf den Job. Auf jeden Fall scheint da so ein bisschen so ein Konflikt zu sein. Und auch für euch gilt dann natürlich, da ist dieses Thema besonders angeregt, dass man sich vielleicht täuscht. Ja, also gerade die Jungfrauen, die eine rosa Brille aufhaben oder die dann jemanden gerade kennenlernen, passt ein bisschen auf. 90-Tage-Regel, wisst ihr ja, lieber erstmal 3 Monate abwarten, bevor man sich näher einlässt. Das könnte auch ein Hinweis sein. Also wenn man sich jetzt auf einen heißen One-Night-Stand einlässt, vielleicht sogar mit jemandem, mit dem man im Beruf zu tun hat, könnte schwierig werden. Andererseits habt ihr einen guten Aspekt ins Geldhaus. Das sieht sowieso gut aus bei euch mit dem Jupiter im Geldhaus. Und dann hier Mars, also das sieht nach einer beruflichen guten Entwicklung aus. Wenn ihr es eben nicht gefährdet durch irgendwelche Liebesprobleme, sei es eben den Flirt mit den falschen Leuten oder vielleicht ist hier auch ein Partner, der das Geld direkt wieder ausgibt. Das kann auch sein. Es ist also eine vorübergehende Konfliktsituation, aber dauert nicht zu lange an. Es geht so vom 8. bis 13. Mai. Und ihr seid ja schlau. Ihr werdet bestimmt einen Weg finden, damit umzugehen. Am 16. auch sehr günstig für euch, geht der Merkur ins Zeichen Stier, damit wieder für euch ins Haus der Pläne. Das ist super, um weiter über Pläne nachzudenken oder sich das vielleicht auch mal alles zu notieren, aufzuschreiben, was ihr alles noch so vorhabt. Das ist auf jeden Fall eine gute Konstellation und für die erste Dekade bis zum 26. Mai und danach ist der Merkur dann für euch in der zweiten Dekade. Dann haben wir einen Top-Tag am 19., Freitag den 19., weil da der Mond bei euch die Partnerenergie auslöst. Sehr schön, Mond in den Fischen. Und er steht schön zum Merkur.
Das heißt, hier liebevolle Pläne machen zum Beispiel, ja, oder mit jemandem, den man kennengelernt hat oder den man liebt, gemeinsam über die Zukunft nachdenken, das würde da unter guten Sternen stehen. Das ist auf jeden Fall ein Top-Tag für euch und auch für inspirierende und romantische Gespräche. Da fängt ja dann auch wieder die heiße Phase an. Was heißt wieder? Ich habe es halt schon ein paar Mal gesagt bei einigen Sternzeichen. Ihr habt es auch in der kosmischen Schwingung vielleicht gesehen. Das ist diese heiße Phase vom 19. Mai bis 3. Juni, wo die Venus diese ganzen Aspekte auslöst und wo es erstmal gut losgeht für euch, für alle, die in fester Partnerschaft sind. Schöne Pläne, schöne Begegnungen mit dem festen Partner und vielleicht auch gemeinsame Werte, gemeinsame Anschaffungen. Jupiter im Geldhaus, vielleicht kriegt ihr was geschenkt. Das sieht alles sehr gut aus. Aber das Ganze kann eben dann schwierig werden, wenn die Venus dann hier in Spannung zum Pluto läuft. Und der steht ja für euch im Affärenhaus. Das heißt also, ihr seid vielleicht auch besonders gefährdet, jemanden kennenzulernen oder euch auf jemanden einzulassen. Habe ich ja anfangs schon erwähnt, der sich vielleicht als Bad Boy herausstellt oder wo dann diese Begegnung so lebensverändernd wirkt, dass sie vielleicht eine feste Partnerschaft gefährden könnte. Also sollte da sowas in der Luft liegen, auf jeden Fall erstmal abwarten. Bloß jetzt nichts irgendwie überstürzen, sondern abwarten, wie sich das entwickelt. Denn diese Aspekte gehen ja auch wieder vorbei. Das ist also nur eine ganz heiße Phase Ende des Monats. Gefährliche Liebschaften habe ich mir hier aufgeschrieben als Stichwort. Das wäre also, da könnt ihr also wirklich... Venus, Pluto ist sowieso schon mal für sich genommen, die gefährliche Liebschaft, also nur der Aspekt allein schon. Und dann eben bei euch auch noch Haus der Affäre und Haus der Ehe. Ne? Also da könntet ihr wirklich eine feste Beziehung mit gefährden oder vielleicht ist auch der andere festgebunden und ihr geratet da in was rein, was ihr gar nicht wollt, aber löst dann bei jemand anders eine Ehekrise aus. Also das sind alles so Sachen, da würde ich die Finger von lassen, weil ich weiß, dass Jungfrauen das eigentlich nicht mögen, wenn sie in so ein Theater reingeraten. Denn Jungfrauen sind klug, aber auch zart beseitet und sind dann auch leicht überfordert mit so einer Situation. Deswegen schaut einfach, dass ihr da nicht in was reingeratet, was ihr eigentlich gar nicht wollt. Genau, also diese Phase geht eben so bis zum 25. Dann haben wir aber in der Zeit noch den Sternzeichenwechsel. Am 20. abends geht die Sonne ins Zeichen Zwillinge, damit bei euch ins Haus der Karriere. Also wieder eine neue Energie für euch, die sich vor allen Dingen beruflich für euer Fortkommen auswirken kann. Und auch eine gewisse Spannung, das heißt, es wird euch auf jeden Fall sehr vital machen, vielleicht auch ein bisschen aufregen, aber es ist auf jeden Fall sehr energiereich dann für euch die Zeit. So, dann haben wir ja am 25., wenn Venus hier genau in diesem Quadrat steht, auch gleichzeitig den Neumond. Der findet dann bei euch wieder im Karrierehaus statt. Das heißt, die darauffolgenden 4 Wochen stehen schon wirklich auch unter der Überschrift, wohin will ich mich entwickeln, was habe ich für Ziele, wie geht es mit meiner Karriere weiter und natürlich auch, wie kann mir meine Partnerschaft, also wie kann mich meine Partnerschaft unterstützen, was hat das für Auswirkungen auf andere, solche Sachen werdet ihr dann wohl überlegen und planen in den kommenden 4 Wochen. Genau. Und ihr solltet und könnt euch dann auch neue Ziele setzen. Dann haben wir ja noch eine interessante Konstellation, wenn wir einerseits hier Mars Saturn haben. Das kann zum Beispiel wirklich heißen, dass wieder ein Familienmitglied, was eure Hilfe braucht, euch hier bremst. Saturn ist ja der Mars ist hier oben der Schwung in der Karriere und Saturn steht hier und sagt, Moment, ja, ich bin auch noch da, ich brauche dich jetzt. Und das kann dann wirklich sich auch wie so ein Klotz am Bein anfühlen. Und deswegen ist das gut, wenn ihr das auch geklärt habt oder euch vornehmt, das zu klären. Wo brauche ich meinen Freiraum, um mich zu entwickeln und wo kann ich wirklich auch für andere da sein? Dann gibt es ja noch dieses tolle große Trigon. Das ist also dann der letzte Teil der heißen Phase mit der Venus, fällt jetzt bei euch hier ins Ehehaus und verbindet dann wieder diese schwierigen Konstellationen ganz gut. Das heißt, ihr könntet hier vielleicht zu einer guten Lösung dann kommen gegen Ende des Monats und auch dieses Familienmitglied, was immer eure Hilfe braucht oder euch immer in Anspruch nehmen will, auf eine gute Weise damit einbinden. Also es ist, denke ich, schon ein Happy End möglich, besonders eben, weil ja Jungfrauen auch so klug und so gut organisiert sind, denen fällt dann schon was ein. Und ich habe mir hier zum Beispiel notiert, neue Ideen für Partnerschaft und Familie als Team. Genau, das wäre dann der 31., das wäre für euch ein Top-Tag. Hier hätten wir Familie, feste Partnerschaft und Teambildung und dann hier, das ist ja so eine Drachenfigur, in den Jobbereich hinein. Wie könnt ihr denn die anderen vielleicht einfach mal einspannen für euch? Ihr könnt ja mal den Spieß umdrehen, die anderen können euch ja auch mal unterstützen.
Und selbst jemand, der immer auf eure Hilfe angewiesen ist, kann immer irgendwas beisteuern. Da könnt ihr ja dann nochmal drüber nachdenken. Deswegen denke ich, dass der Monat ganz gut für euch ausklingt. Ja, meine Lieben, soweit also eure Konstellationen. Dann natürlich noch der Hinweis und der Tipp, falls ihr eine persönliche Beratung braucht, schaut euch doch einfach mal auf meiner Webseite um. Das ist jetzt alles sehr schön neu gestaltet. Da habe ich alles genau beschrieben, was ich an Beratungsservice habe. Und ihr könnt die Beratung dort auch gleich buchen. Da würde ich mich freuen, von euch zu hören. Ja, und dann gibt es auch wieder eine Verlosung. Es gibt wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann postet mir bitte einen netten und interessanten Kommentar hier auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken und dann seid ihr dabei. Und es gibt diesen Monat auch einen neuen Akademietermin. Ab dem 6. Mai startet mein Workshop zum Thema Liebe und Beziehungen im Horoskop. Vielleicht ist das ja von Interesse für euch. Also dann, ihr Lieben, alles Gute mit den Sternen.